Hi, ho meine Freunde, herzlich willkommen zum Spiel VfL Wolfsburg im Waldstadion. Das ist natürlich das Stadion vom VfL Wolfsburg gegen den zweitplatzierten HSV. Wir sind natürlich im Platz nach unten gerutscht, weil Hertha erstmal ein Spiel mehr hat und auch einen Punkt mehr hat, weil wir natürlich im letzten Spiel nur unentschieden spielen konnten gegen Bayern 04 Leverkusen. War natürlich ein Weltklasse-Spiel. Wirklich, da hat jeder Weltklasse gespielt. Entschuldigung. Und ja, dann kommt es halt dazu, dass sich zwei Weltklasse-Mannschaften mal unentschieden trennen. Und ja, so war es dann auch. Wobei, das Komische ist natürlich, dass gerade so ein Spiel ziemlich komisch ist, da Leverkusen Achter ist. Oder Achter war zu dem Zeitpunkt. Und wir eben Erster. Aber egal, und hier die erste Chance von Pierre-Michel Lasogga. Wir müssen uns jetzt auf uns konzentrieren, dass wir möglichst oben bleiben, die Punkte einsacken, die wir einsacken können. Und dann ist eigentlich alles Paletti. Auch hier wieder gute Flanke, aber Benaglio ist natürlich hellwach und fängt den Ball einfach ab. Schürrle überrennt da einfach Trash. Und jetzt die Möglichkeit für Schürrle. Pass in die Mitte, aber da ist da niemand. Schade. Gute Kombination jetzt. Meier fällt über die Beine von Knoche, aber kein Foul natürlich. Nur den Ball gespielt. Und jetzt die Chance für die Wolfsburger, die sofort unterbrochen wird. Und wir haben die Möglichkeit wieder mit Shaqiri hier, der Meier mitnimmt und der den Ball sofort verliert. Im Zweikampf ist Meier wirklich schwach. Also was Zweikämpfe gewinnen, was Bälle erobern, also als Bälle halten angeht, sich im Zweikampf durchsetzen, da ist Meier wirklich nichts wirklich wichtig. Richtig Gutes. Der verliert eigentlich jeden Zweikampf. Aber wenn es darum geht, am Spieler vorbeizulaufen, schnell zu sein, dann ist Meier wirklich ein toller Typ, der wirklich super Spielzüge hinkriegen kann und auch wirklich gut am Gegner vorbeilaufen kann. Aber eben, wenn es in den Zweikampf dann wirklich auch geht, so wie hier, dann ist der Ball dann halt einfach weg. Deswegen haben wir natürlich auch der Simon de Jong verpflichtet, der ist da was komplett anderes, der kann den Ball mal halten. Der ist schon fast eine Art Stürmer, von der Statur her, vom Spieltyp her. Kann den Ball mal halten, kann den Ball gut abschirmen, gut weiterleiten. Und das ist ja natürlich dann das, was auch eventuell Tore schießt. Gute Flanke auf Shaqiri, Shaqiri weiter, kommt nicht durch. Das Bollwerk Wolfsburg steht auf jeden Fall. Eine halbe Stunde gespielt, noch nicht wirklich irgendwas Gefährliches dabei rausgekommen. Eine gute Balleroberung. Und jetzt wieder mal ein Angriff über Lasogga, der den Ball einfach verliert. Die Abwehr von Wolfsburg. Unglaublich gutes Spiel bis jetzt. Lässt da überhaupt nichts mit sich machen. Gar nichts. Und ich wüsste nicht, wie wir dieses Geheimnis dieses Bollwerks entschlüsseln sollten. Aber Trappier, starke Parade gegen Benteke, den sich Wolfsburg ja jetzt im Sommer gekauft hat. Und wir müssen jetzt natürlich irgendwann irgendwie mal ein Tor schießen, weil sonst könnte das ziemlich schnell ziemlich doof aussehen und wir können das Spiel natürlich auch verlieren, weil Wolfsburg ist keine Mannschaft, die sich einfach so abschlachten lässt.
die kämpfen und bis die umfallen und kotzen dabei, da, das ist denen scheißegal. Die spielen da mit, solange sie müssen. Meier hier jetzt mal. Gut gemacht, das meine ich. Wenn er sich vor, wenn er vorbeilaufen kann, ist er stark. Und jetzt, Lasogga muss nur noch einschieben, macht er nicht. Der Top-Torjäger der aktuellen Bundesliga-Saison schiebt den Ball nicht ins Tor, sondern an den Pfosten. Oh Mann. Oh Mann, ist das bitter. Ist das bitter. Weiter Einwurf. Landet bei uns. Das ist natürlich super. Der Socker wird hier gefoult, nutzt das aber aus, um diesen Vorteil zu nutzen. Shaqiri schießt vorbei. Schade, schade, schade. Und dann ist auch schon die erste Halbzeit gleich vorbei. Und es kam einfach noch nichts dabei raus. Wir haben einfach mal nichts gemacht. Gar nichts. Und Rojo hier stark, der Mann, der die Abwehr hier zusammenhält. Der Abwehrchef zusammen mit Anthony Brooks. Die halten das da schon zusammen, dieses Gerüst. Genauso wie Knoche es auf der anderen Seite tut. Da kommt nämlich genauso wenig bei rum. Von daher müssen wir vielleicht mal offensiv was ändern. Vielleicht mal mit einer Auswechslung von Meier. Und sonst schauen wir einfach mal, wie es läuft. 0-0 bis jetzt ist natürlich kein schlechtes Ergebnis, aber man könnte natürlich auch das ein oder andere Tor oder wenigstens mal eine Torchance rausspielen. Aber naja. Was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Von daher warten wir jetzt einfach mal ab, gucken, wie das hier läuft. Und dann sehen wir ja, wie gut wir sind. Oder eben, wie ungut wir sind. Um da ein Tor zu schießen. Aber wie wir einfach sehen, die Abwehr hält einfach den Brand zusammen. Aber genauso wie unsere Abwehr, die hält eben auch alles zusammen. Und dann entstehen halt auch mal einfach mal eine Nullnummer. Das ist dann aber keine schlechte Nullnummer, sondern einfach eine super Nullnummer. Da es Bestätigung beiden Mannschaften gibt, dass ihre Abwehr einfach super steht. Und das einfach ein super Konstrukt ist, was defensiv hier geboten wird. Auch wieder hier Caligiuri wieder den Ball da abgefangen hat. Das sieht man eben nicht bei jeder Mannschaft. Und auch hier, aber ein Foul war hier vorher passiert, warum auch immer. Von daher, naja. Jetzt ist mal Action hier vom eigenen 16er. Immer noch. Rojo. Die vergrätschen sich da ineinander. Und jetzt Möglichkeit. Jetzt können wir es mal schnell machen. Aber die Abwehr ist direkt wieder sortiert. De Jong verliert den Ball. Unglaublich. Unglaublich die Abwehr. Keine Chance auf irgendein Durchkommen. Null Chance. Gar nichts. Keine Ahnung, was wir da falsch machen. Aber eben, unsere Abwehr steht eben genauso stark. Das ist schon fast Verzweiflung gegen Verzweiflung hier. Beide Stürmer auf beiden Seiten sind hier wirklich echt am Verzweifeln. Aber jetzt die Möglichkeit für Wolfsburg. Und direkt wieder zerstört. Von Ochipka diesmal. Und dann die Kontermöglichkeit. Gut gemacht von De Jong. Der verliert den Ball. Da ist direkt einer dabei, der den Ball dann aufnimmt und den anderen Spieler, den ausgespielten Spieler, ersetzt. Auch hier wieder super Abwehrarbeit, aber ich weiß nicht. Wir müssen jetzt mal auswechseln. Boetius in den Sturm und Schürrle raus für Hahn. Und dann mal schauen. Vielleicht wird sie jetzt mal was. Vielleicht kriegen wir auch einen rein, wer weiß. Nein, aber jetzt die Kontermöglichkeit. Kontermöglichkeit. Boetius, ist das abseits? Es ist abseits. Verdammte Scheiße, es ist abseits. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Das hätte extrem gefährlich werden können. Kopfball. Kopfball. Trapp hat ihn sicher. Mit Boetius haben wir jetzt natürlich einen sehr schnellen Spieler da vorne.
der auch nicht unbedingt zweikampfstark ist, sondern einfach nur Pace hat. Oh, Elfmeter. Oh, Elfmeter. 72. Minute. Dummes Tackling von Brooks. Führt zu einem Elfmeter für Wolfsburg. Oh Mann. Wie kann man nur? Oh Mann. Und jetzt Benteke gegen Trapp. Kann Trapp diesmal vielleicht einen Ball halten und geht dann mit einer weißen Weste in. Nein. Nein. Benteke macht 1-0. Bitter. Ziemlich arroganter Lupfer. Aber gut gemacht von Benteke. Hat er die Nerven, so einen Lupfer überhaupt zu spielen? Und dann steht es einfach mal 1-0 für Wolfsburg. Wegen so einem dummen Abwehrfehler von einer wirklich sehr, sehr starken Defensivarbeit. Dann kommt so ein komischer Bodycheck zustande. Und auch ein Elfmeter. Und dann ist es natürlich ganz bitter, dass er dann auch noch reingeht. Aber wir geben die Hoffnung natürlich nicht auf. Wir haben hier natürlich Möglichkeiten. Wir haben noch Zeit ohne Ende, um hier noch ein Tor zu schießen. Oder vielleicht sogar noch zwei, wer weiß. Aber das ist einfach kein Durchkommen da vorne. Ums Verrecken kommt man da nicht durch. Das gibt's nicht. Das ist kein Durchkommen. Das macht schon fast aggressiv. Nein, okay, aggressiv jetzt nicht, aber es macht schon einfach, es deprimiert. Oh, schon wieder. Jetzt mal. Jetzt vielleicht mal. Shaqiri auf Diekmeyer. Aber die stellen sich jetzt natürlich hinten rein. De Jong kommt auf Boetius, Boetius, bitte, Baby, bitte. Nein, nein. Er macht's nicht. Er macht's nicht und es gibt Abstoß. Warum auch immer, es gibt Abstoß. Aber Pech. Pech, Pech. Das ist einfach Pech. Da kommt man da mal durch diese brutale Abwehrmauer. Und dann geht der Ball nicht ins Tor. Dann haben sie halt immer noch einen Benaglio da im Tor stehen. Und wieder super Grätsche, wieder super Zweikampf. Unglaubliche Zweikämpfe machen die hier. Unglaublich. Und jetzt ist die 90. Minute auch schon da. Jetzt haben wir keine Zeit mehr. Sollte langsam mal ein Tor kommen. Hier De Bruyne, starke Grätsche. Boetius, was macht er? Läuft er mal vorbei. Tor! Boetius! Wichtiges Tor. 90. Minute vorbei. Läuft er mal an allen vorbei und schießt dann. Ein guter Schuss. Wichtiges Tor durch die Beine des Verteidigers und dann schwer zu registrieren für Benaglio. Und dann geht der Ball natürlich ins Tor. Und Boetius mit seinem zweiten Saisontreffer. Und was wird jetzt passieren? Wird der Schiri abpfeifen und wir bleiben beim 1-1? Geht Wolfsburg nochmal ein Risiko? Gehen wir nochmal ein Risiko? Scheinbar probiert's Wolfsburg nochmal. Nee, keiner probiert's. Wir trennen uns hier auch wieder wie im letzten Spiel 1-1. Unglaublich gutes Spiel. Defensiv richtig, richtig Weltklasse hier schon auf dem Platz gesehen. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Partie und hoffen, dort mal wenigstens vielleicht 3 Punkte mitzunehmen. Von daher, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Partie. Bis dann.